Geh mit ASU Icon 5. Warum? Ich brauche diese Icon 5 nicht, Leute. Da gehen Leute, die Reichweite brauchen. Ich brauche das nicht. Ich habe eine Reichweite. Folge denen. Warte, bist du der echte? 42er? Ja. Bin gefolgt. Alle gleichzeitig stimmen, Leute. Tippen, tippen, tippen. Teil dieses Stream, Leute. Teil dieses Stream. Tippen, tippen, tippen. Reichweite soll ja rein. Okay. Ruf Arafat an. Leute, Arafat ist im Knast. Guck mal, wen ich jetzt rein tue. Wenn du unten irgendwas besitzt, fahr nach Hannover und wir machen 101. Bei Allah. Wir gehen live 101. Keiner darf aufgeben, bis einer K.O. geht. Wallah. Bei Allah. Wenn du unten diese Dinger. Ich zeig dir, übernächste Woche bin ich da, ich zeig dir die. Sag, bei Allah, du kommst. Übernächstes Wochenende, bei Allah, ich komme. Ich werde dir dein Teaser auseinandernehmen. Wenn du ein Mann bist, kommst du genau heute, jetzt. Wenn du ein Mann bist, komm du. Wo? Nürnberg. Okay, Nürnberg soll bei dir rein. Hallo, was soll bei dir rein? Ey, hallo, guck mal, was er sagt. Hallo. Hallo. Hanno, er sagt, Hannover soll bei mir rein. Er übertreibt gerade. Ey, Umutueri. Barello auf deinen Kopf. Ey, Riffin. Soll ich aufstehen oder was? Alles gut, Bruder, bleib jetzt. Und guck mal, wegen deiner MMA fühlst du dich krass? Ich hab gar nichts gesagt. Fühlst du dich krass wegen deinem MMA? Nein. Kennst du Hanno nicht? Nee, alles gut. Wie alles gut? Hanno, ist für dich alles gut oder willst du den noch? Guck mal, ich will einfach, dass er sich benimmt. Wenn ich reinkomme, dann muss ich wie ein Kalb muss er sich bei mir begrüßen. Barello, woher kommt er? Ich lasse dich auf diese Fanta sitzen. Hanno kommt aus Hannover. Hannover. Alles gut. Hast du ein Bild auch von deinem Gesicht? Vielleicht? Ja, auf Insta. Wo denn? Schreib mein Insta. Dein Insta soll bei dir reingehen. TikTok soll bei dir reingehen. Ja, ich sag dir. Hanno ist krasser Typ. Hanno kommt aus Großfamilie. Wallah, pass auf, was du sagst. Er zeigt dich nicht an. Er ist nicht so, wie du denkst. Leute, sag, Ibo soll reinkommen und Yasser. Ibo und Yasser, Leute, einer von den beiden soll kommen jetzt. Tamam, Barillo, wenn noch irgendwas ist, ruf mich oder so. Umut, benimm dich, okay? Mach ich, ja. Ibo, komm zu uns, komm zu mir und Umut, komm. Eine Barillo. Ciao, Hanno. Ciao. Wie er früher gehört hat, ne, was er alles gemacht hat. Barillo. Ich habe Angst, gesperrt zu werden, deswegen. Bis nächstes Wochenende darf ich nicht gesperrt werden. Doch. Ehrlich? Und danach? Und danach nehme ich dein Tees. Wollte ich will gucken, ob du von meinem Gesicht so redest, wie du hier bist. Wallah, du erlaubst ja wirklich vieles, ja? Komm, wir machen jetzt ein Match. Der Verlierer ist ein Wusser. Tu Dingsach. Tu Ibo rein, nimm an. Nimm mal du an. Wallah hat mir keine Einladung geschickt. Wallah, mir auch nicht. Ja, hat er. Jetzt. Boah, Ibo, wallah, diese Klamotten. Salam alaikum. Alaikum salam, mashallah. Welche Klamotten? Wie geht's denn, mein Bruder? Das ist kein Klamotten, das ist neue Weste, ich hab neu gekauft. Mashallah. Ilbes Jadidan wa Eish Hamidan wa Mujahidan. Das ist ein Dua, was man sagt, wenn jemand was Neues anzieht. Ibo, hast du gehört, was er sagt, was du sagen musst? Das sag ich zu denen, der was Neues hat. Das sagst du mir das.
Sieh was, Elbas Jadidan, du ziehst dir was Neues an. Und was muss Nibo dann noch sagen? Armin. Nix. Armin. Wanna Doc, hör auf, ja. Hier, hab ich getragen. Bist du jetzt zufrieden? Steh mal kurz auf, Ibo. Ich hab nur Hemd an, mehr nicht. Wallah? Ja. Hast du mal diese kurzen Klamotten? Ja. Hast du die Sachen? Nein, hab ich nicht. Marello, wir waren gerade in einem verlassenen Krankenhaus. Wallah. Es war so gruselig. Subhanallah, wir haben Geräusche gehört. Irgendwelche Leute haben Gesichter gesehen. Hart. Ich werde später, wenn ich zu Hause bin, über das Thema die Welt der Djinn reden, inshallah. Was ist passiert? Bitte? Was ist passiert? Er hat sich mit Djinns getroffen. Nein. Wir waren ein Ort. Ich meine so mäßig, ihr habt euch begegnet. Nein. Wir waren ein Ort, Bruder. Verlassene Krankenhaus. Ja, und an solche Orte. Mit wem warst du? Ich bin mit Jamal und Aslantix. Okay, ja. Kannst du aufhören, ein paar Namen zu erwähnen hier? Danke. Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall, Bruder. An solche Orte, Ebo, ja, wenn die Orte verlassen sind, dort sind meistens die Djinn, sie gehen an verlassene Orte. Leute, jeder, der Rose schickt, folge ich. Ich habe am Sonntag 23:59 Big Match, Leute. 23:59 Big Match gegen Barano. Sag mal bitte, lass uns mal ein bisschen betteln. Sag jeder, mal so. Ach komm, jeder eine Rose, Leute, Alexander. Ja, jeder eine Rose. Barano, zum ersten Mal wieder ein Big Match, Leute, mit meiner Account, was entsperrt ist, Leute. 23:59 am Sonntag. Du wirst morgen 23:59. Aber wenn ich dir was baller, wirst du niemals in deinem Leben vergessen. Du weißt schon, erster Streit auf TikTok hattest du mit Umut. Der musste Strafe zahlen. Er kommt rein wie ein Löwe. Kali. Direkt Beleidigung. Auf ich hab gesagt, Yarram. Ja, weißt du noch? Ja, ich weiß noch. Ja. Mal zwei. Aber ich hab mich entschuldigt. Ja, ja. Entschuldigung, alles gut. Warum? Weil er wusste nicht, was er gesagt hat. Aber er hat nicht mir gesagt. Er hat so ein Wort auf die Straße geschmissen. Ja, genau, so habe ich einfach so. Ah, nee, persönlich. Nee, das hast du zu Ibo gesagt oder nicht? Nein. Ach so? Nein. Laberst du, Alter? Nee, ich frage dir nur, wie? Was laberst du? Ich laber doch nichts. Alle. Voila, Ibo. Werde ich frech, sonst lasse ich dich auf diese Flasche sitzen. Hast du mich verstanden, Ibo? Voila, Hoja, weißt du, auf Urus lasse ich dich sitzen und ich gebe dir Energie dann. Urus. Reich. Wir werden sehen, wer. Am 22. wer auf wen was lassen. Oh, Majal. Lass mal auf eure Filme. Majal, wie geht's? Ibo, Wanda, wieder du redest so viel. Majal. Hey, Barello. Ja. Wir haben dich gesehen in einer Wand geklebt. So. Jemand hat dich gezeichnet in einer verlassenen Klinik. Nein. Dann sag ihr doch die Wahrheit aber nur. Nein. Guck mal, bei uns hat man ein Zitat. Wir unterstützen so. Und der Welt ist nur was anderes. Ist nichts Besonderes. Ey! Umut, Chica schreibt, du sollst bellen, Wallah. Ich glaub da, Jungs. Ich glaub da, oder? Danke. Das danke dir. Chica, bell mal. Chica ist eine gute Frau. Ich sag mal, die. Wallah, tamam, dann soll er. Abu Hamza redet immer über sie. Ich rede nichts Falsches. Deswegen, die soll lieber bei Abu Hamza. Komm ich später nochmal live? Wo seid ihr? Ich war gerade verlassen. Ich geh jetzt raus, ich komm später live, wir reden über das Thema. Die Welt der Djinn. Okay, Assalamualaikum, Haji Abi. Bitte geh nicht. Hat uns gefreut. Hat uns ehrlich gefreut. Ja, wusste ich. Ich werde so oder so in diese Boxen, wo willst du abhauen? Ich werde dir was reinballern an dem Tag. Ey, ich hab dein Training gesehen, du willst 10 Dings ziehen, also du schaffst doch nicht mal eine. Er sieht so schön, ich werde jetzt 10 Clips sehen. Wie geht das bei mir? Bitte alle bitte bei mir, ne? Ja, ist schlimm, Barello, ist schlimm, Allah. Schau, ich hole jetzt jemanden rein, kennt ihr die? Hi. Oh, Jana, natürlich. Ey, Jana. Hallo. Ey, Umut, wer kennst du die? Die war doch mit dir Dings befreundet. Ja, die ist immer noch befreundet mit mir, oder nicht? Umut.
Was willst du? Wir sind immer noch befreundet, oder nicht, Jana? Ja. Und kann ich mit Janan reden? Natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht hast du. Ich will. Nein, alles gut. Dann ich kann alles reden, was ich will. Alles, das ist Barellos Baustelle, nicht meine. Warum? Ich hab alle reden durcheinander, was? Die haben dir zu mir gegeben, ich rede jetzt mit dir. Die haben gegeben, sagt er. Hä? Ja, dann warum kommst du? Irgendwas wurde gegeben auf jeden Fall. Ich komme aus Berlin. Doc. Sehr schön. Doc, was sagst du, Doc? Schick nicht, warte, schick nicht, Doc. Janan, wie alt bist du denn? Ich bin 21. Jemand, der mir das schickt, ist noch nicht geboren. Und du? Janan, liebst du Gold? Gold? Guck mal, wie er extra sagt, liebst du Gold, so einen auf, du kriegst Silber. So, lass mal diese Film. Was muss ich jetzt, Alter? Ich trage, also meinst du Schmuck? Ja. Ich trage mehr Silberschmuck als Goldschmuck. Wallah, ich hatte eine Kette, ich wollte dir schenken. Ja, ich habe auch eine Kette. Zeig mal. Das soll schön sein. Albanisch vorne? Adler? Ach, du bist Albaner? Die Albaner. Das ist Maria auf der Kette, das ist... Ah. Ach so, Maria. Hey, Jana, wie lange kennst du Umut schon? Lange wie ich dich schon kenne. Doc, ja, wusste ich. Ja, dann, wenn du entscheidest. Warte mal, Barello, rede nicht. Wenn du über rede nicht. Okay. Wen willst du aussuchen? Mich, Barello oder Umut? Gar keinen. Sind ja alle drei so schäbig? Nein, darum geht's nicht. Aber. Barello. Hey, weißt du noch, Barello, wo du mir in Berlin gesagt hast, kannst du bitte kurz rausgehen, ich spazier ein bisschen? Ja. Naja, also wir haben spaziert, so warum nicht? Nee, wo du zu mir gesagt hast, ich soll rausgehen spazieren, weißt du noch? Mit Nebel. Ja, geh spazieren, was mit dir, oder? Geh, wo du willst, hä? Ich meinte, du hast ja uns gesagt, wir sollen spazieren, weil du hattest was zu tun. Umut, willst du jetzt diesen machen? Nein, ich sagte, hey, was hat das mit dir zu tun? War ich mit ihm? Nein! Wir waren zusammen draußen, jetzt mach nicht diesen. Ja, warte, voilà. Mach mal diese Pimpen. Mach nicht diesen. Was bist du für einer? Diana, ich war noch nie mit dir, ich hab dich noch nie gesehen in echt, was laberst du? Wer war mit dir jetzt? Ich hab dich noch nie gesehen, voilà. Mach diese Filme nicht, ich schwöre. Mach nicht mit dir. Keine Filme, warte mal. Ich hab dich noch nie gesehen. Warte mal. Was passiert, Umut? Erzähl mal. Ich hab Diana noch nie gesehen. Ja. Barello auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Barello hat nur zu mir gesagt. Und ich habe sie gesehen. Ist gute Freundin von mir. Achso, ich habe sie nicht gesehen. Weiß nicht, was sie gemacht hat. Hä? Gibst du dich nicht? Du treffst dich mit Barello und dann sagst du hier, nein, keiner von euch. Diese Politik machst du jetzt gerade? Ja, als gute Freund. Warte mal ganz kurz. Ich wollte gerade sogar meine Jacke ausziehen und zeigen, meine Männlichkeit zeigen. Warte mal ganz kurz. Du triffst dich mit Barello. Wenn ich mich mit jemandem treffe, mit Freunden, wir waren mit Freunden, dann heißt es nicht, dass ich was von Barello will und das weiß er auch ganz genau. Du hast stabil geredet. Ich küsse dein Auge. Und ich mag ihn und genauso mag ich Umut und jetzt machst du gerade einen ganz großen Fehler, Umut, ich schwöre. Umut, du weißt nicht, zu wem sie gehört. Wallah, ganzer Kaui steht für sie auf. Wallah. Ganze Securities, Wallah, die stehen auf. Ein Wort von Jana. Wallah, Jana ist die korrekteste Frau, die ich kennengelernt habe auf TikTok. Wallah, die korrekteste. Ich habe sie noch nie gesehen, ich weiß immer nicht, was sie. Wallah, du bist nett. Jana, ich hab dich noch nie gesehen, Junge. Wie, ich hab dich noch nie gesehen? Ihr habt Eis für mich geholt. Umut, hör nicht auf zu lügen. Hä? Junge, ich hab euch beide Kiosk geschickt. Wie erkennt euch dich, Wallah? Jana, ich schwör's, ich block dich gleich auf damit. Okay. Wallah, Jana, du bist. Ey, die hat sich selber in einen Scheiße reingedingst jetzt. Die ist so dumm, ne, Alter. Warum bin ich dumm? Warum seid ich dumm? Ich bin nicht dumm. Was aber schlimm, wenn sie ehrlich ist. Warte mal, hier, Barello, einer schreibt, alle drei versuchen, die kämpfen an die wegen die. Nein, wir kämpfen nicht, wir wollen nur ein bisschen Spaß machen. Ich bin der Einzige, der gerade kämpfen ist, nur Kürtibo, sonst keiner. Zitat Ende. Doc, keiner kann mich Kiosk schicken, merkt ihr das? Wallah, Barello, war der Kiosk? Ich hab Umut und Jana Kiosk geschickt. Ja, was? Sei mal leise, Wallah, nein. Sag bei Allah, du warst an dem Tag nicht Kiosk, sag bei Allah Tankstelle oder so. Wartet, Kiosk oder Tankstelle? Kiosk oder Tankstelle, ich hab euch auf jeden Fall geschickt. Hast du nicht Powerade in Rot gekauft? Richtiger Ratte. Ey, Ivo, Jana und ich haben gechillt.
Wir sind gute Freunde, wir haben gechillt und er musste für uns Powerade holen und Eis dazu. Ja, reden wir über Männlichkeit, wallah, dem Kelb. Nee, das hat mit Männlichkeit nichts zu tun. Junge, wallah, ich schwöre, Umut. Tu Umut rein, tu Umut rein. Hatte ich schon den rein. Warte mal, ist einer gerade reingekommen. Warte. Aber Janan, du hast gut geredet. Wallah, du hast ihn genau in die Mitte getroffen. Zitat Ende. Almut kommt jetzt. Oh, kommt. Hey. Ja, du gehst Abu, mit Abu Hamza mit rein, Abu Hamza. Nein, gleich. Lass Abu Hamza, Wallah. Kann doch rausgehen, dann könnt ihr mit ihm live gehen. Nein, bleib. Janan, wir erzähl mal weiter. Was ist dann nach Kiosk passiert? Nach dieser Tankstelle. Nee, ich hatte Durst und so, ne? Umut und Barello haben. Ja, Barello hat mich dahin geschickt, weil er Gummis bräuchte. Und ihr habt Schattenboxen gemacht. Ey, Umut! Wallah, übertreib nicht mit solchen Verleugnungen, Wallah. Dann hör auf. Ja, okay, dann rede mit Wahrheit, aber nicht mit solchen Sachen. Mit Wahrheit, Leute, ich habe Ihnen ein Dildo mitgenommen. Ja, wusste. War die alleine oder mit seiner Freundin? Ja, wir waren alle alleine. Niemand kennt niemanden hier. Alles gut. Nein, ich meinte, wart ihr zu dritt alleine im Hotel, oder? Nein. Ich war gar nicht mit denen, ich war mit Nebel unterwegs. Ich bin dazu gestoßen. Ich wusste gar nicht, dass da welche sind. Auf einmal, ich gehe in ein Hotel rein, Barello ist mit drei Frauen. Das stimmt nicht. War das über deinen Geburtstag? Stimmt nicht. Da waren wir doch heute Abend. Wir waren sogar mit Nabil in einem Shisha-Café und haben Pickup gespielt an dem Dings. Aber warte, wart ihr danach nochmal? Nein, danach waren wir nicht mehr. Das war das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Nee, aber alles zusammen. Ich weiß nur eine Sache. Ich war mit Nabil draußen. Ich bin gekommen. Ja, aber wo warst du? Kann ich mal erzählen, wo du warst? Warte. Warte. Ich rufe Nebel an. Kann ich mal erzählen, vom wo du kamst? Ich rufe Nebel an jetzt. Junge, du! Was hat Nebel damit zu tun? Nebel war mit mir dort. Wo wart ihr denn? Ihr wart außerhalb. Ich weiß, dass ihr außerhalb wart. Wo wart ihr? Wir waren. Umut war ein Läufer. Das meinst du. Hey, ich schwöre, du bist nicht normal. Ja. Du gehst zu Barello laufen hin und her. Eibia. Während ich alleine warte, Umut geht einfach woanders. Umut, ich hab dir gesagt, bleib mit mir. Ich war alleine die ganze Zeit. Du warst mit drei Frauen was oder du wusstest nicht, welche du aussuchst. Du hast zu mir gesagt, welches Beste hast du mir gesagt? Umut, wie kannst du sowas sagen zu mir? Ich sag doch nicht zu dir, ich sag das zu Barello, ich sag das nicht zu dir. Ja, aber du sagst ja, du warst mit Frauen und du konntest nicht. Ja, aber du warst doch nicht dabei. Drei Frauen, du warst doch nicht dabei. Aber was denn mit, du konntest nicht entscheiden, wen du aussuchst. Ihr wisst von Anfang an, dass du mit mir nichts haben willst. Barello, du warst doch nicht mal dabei, du warst doch nicht, was redest du? Hä, was redest du, Jana? Du warst doch nicht mal dabei, das ist eine andere Geschichte. War das Episode? Jeder, der Rose schickt, vollgeschickt. Ich will nur was an, dass der eingeschränkt gesagt war, das Episode. Was spielt das für eine Rolle? Was die Leute schreiben gerade hier rein. Nee, die Betonung ist richtig, aber das Wort ist falsch. Wallah, Jana, Leute, habt keine falschen Dings da. Wallah, Jana und ich sind gut befreundet, wir sind beste Freunde mäßig. Ich bin Also, was sucht der Hotel alleine? Verraten. Nein, Hotel, ich war nicht mit ihr im Hotel. Ich schwöre. Die Leute schreiben alle rein, Ibis-Hotel, was mit die. Was laberst du, Wallah, ey, Umut, mach diese Verleugnung nicht, Wallah. Guck mal, ich bin ein Junge, aber du machst falsches Bild von mir, Wallah. Ich hab doch nicht gesagt, Ibis-Hotel. Nein, du hast nicht gesagt, aber ich schwöre, ich war mit dir nirgendwo, Leute. Wallah ist gute Freundin von mir. Ja, Mann, ich hab doch nicht gesagt, hä? Wallah ist eine gute Freundin von mir, Leute. Ich feier sie sehr. Ist sehr, sehr gute Freundin. Korrekte Freundin. Danke, Barello. Walla, Barello, ich hab andere Bild vor dir, Walla. Du bist Barello verheiratet, mehr nicht. Feiertotel am See. Ich wusste nicht, dass du so eine Checker bist, so viel Frauen zu tun hast. Schäm dich, ja. Ich? Alles haram, ja. Ja, mit so vielen Frauen. Hotel, mit drei Frauen. Da ist dies. Junge, Eib ist das, was du sagst. Walla, nein. Eib ist von dir, Walla. Du, von dir ist Eib. Umut, sagst du alles Wahrheit. Oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja, was du übertreibst. Umut, warum denn?
Weil ich schärfste Wein. Übertreib mal nicht, Umut. Übertreib mal nicht, schwöre. Wo chill ich mit drei Männern im Hotel? Was redet ihr hier gerade? Walla, walla. Walla chillt nicht, Leute. Walla, das ist. Walla, ich bin euch ehrlich, Leute. Ist wirklich eine sehr vernünftige Frau, Leute. Walla sogar. Sehr vernünftige Frau. Die hat nichts mehr gelassen. Die hat alles gesagt. Versteh mich nicht falsch. Was arbeitest du? Als was arbeitest du? Ich arbeite in der Gastronomie. Gastronomie, Junge, kochen. Was suchst du um 2, 3 Uhr nach dem Hotel? Was laberst du, Junge? Wir waren an Barellos Geburtstag. Wir waren an Barellos Geburtstag. Nein, wir waren am Barellos Geburtstag. Am Barellos Geburtstag waren was, wir im Hotel, Alter. Waren wir im Ambience. Warte mal, ich war auch da. Ich war auch in dem großen Raum, habe ich dich nicht gesehen. Doch nicht bei dieser großen Veranstaltung da. Danach, Wallah. Warum bist du jetzt rot? Ich war doch auch da. Was für rot, Junge, das Licht? Nein, guck mal, diese eine Veranstaltung da war, da hat Barello explizit gesagt, komm da nicht hin, da sind zu viele Männer. Weil das für mich einfach zu viel ist. Komisch. Und genau. Dann waren wir am Abend vor dem Geburtstag, wir haben nämlich reingefeiert, sozusagen mäßig, er war im Hotel und war live. Und wir waren Freundinnen von mir, waren mit Nabil im Café, im Ambience, und wir haben einfach Pickup gespielt. Genau. Und dann haben was wir Barello das getroffen. Hotel zu tun? Wanda. Dann haben wir Barello getroffen, das war draußen, das war nicht im Hotel. Da sind eine junge Dame, die ist 20 Jahre alt, um 3 Uhr nachts im Hotel. Erklärt mir. Junge, was für... Wenn ich was falsch verstehe. Aber erst doch nicht 3 Uhr nachts, sondern wir sind da hingegangen, als er gerade Geburtstag hatte, um 0. Es war 2.30 Uhr. Aber um 12 Uhr war der Barello noch mit mir. Wie geht das? Warst du mit mir live um Mitternacht? Ja. Du warst doch live um Mitternacht. Nein, ich war jetzt mal mit ihm. Wir waren zusammen Shisha rauchen, was essen haben wir noch. 12. Barello, und wir nimmst deinen großen Bruder nicht mit? Schämst du dich vor mir? Ivo, chill doch mal. An dem Tag, du hast die Dings hat, diese Dildos geholt und du bist nach Hause gegangen. Diese, was ich geschenkt bekommen habe. Du hast diese 3 Dildos von Yasser, von nichts, wie heißt er nochmal? Ich war noch dabei. Da hast du mir gesagt, ich gehe Hotel. Ich meinte, Tamam, was machst du? Sag ich, gehe schlafen. Aber ich wusste nicht, dass du. Boah, Leute, jeder, der Rose schickt, folge ich jetzt. Jeder, der Rose schickt, Leute, kommt jeder in Rose. Aber trotzdem, gönn ich dir. Du hast Ola Jana, beste Frau, ja. Jana, das war gerade richtig unnötig. Ibabe, sag Rose. Ich hier nur Hate, ich sowas. Leute, jeder, der Rose schickt, folge ich am. Ola ist abgehauen. Natürlich, Junge. Weil er macht Verleugnungen, die gar nicht stimmen, Alter. Natürlich würde ich genau so denken. Ja, Walla, schämt euch. Ihr beide habt geredet. Coach Frankie, danke. Ach, Coach Frankie ist bei dir am Schleimen? Was für Schleim, Junge? Walla, ist korrekter. Hä? Walla, egal wer bei mir spielt, der Schleim, der dieser, das ist ein Bruder von dir. Walla, ich hab eins gedacht. Coach Frankie ist Walla korrekt, Walla. Walla der korrekteste. Ja. Ich habe nichts Falsches gesagt. Ja, Walla, ihr nehmt das alle Wörter mal, dreht und steckt euch irgendwo rein. Leib ist das, ich sag doch nichts. Warte, er steckt bei dir rein. Staff, Leib, sowas sag ich niemals, ja. Aha, Abu Hamza. Achso, das ist nicht Abu Hamza, ne? Jemand anderer, aber was geht? Hallo Kürtibo, wie geht's? Hallo Umut. Was geht? Warte, was anderes? Warum sagst du direkt Barello? Warum sagst du nicht, ich bin der Älteste? Er sagt so, Salam Aleikum Kürtibo. Oha. Salam Aleikum, ich nehme alles zurück. Weg mit dir, Barello. Salam Aleikum Kürtibo, mein lieber Bruder. Warum Abi? Salam Aleikum Umut. Salam Aleikum. Dankeschön, mein Bruder. Wir lieben dich. Er hat recht, Walla, er hat recht. Walla, du bist ein Ehrenmann, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast recht gehabt, ja, das stimmt, was du gesagt hast. Schießanöle hat Plan, wenn du so machst, die sagen, guck mal, der schreibt gerade bei Barello. Das kommt so an. Deswegen habe ich dir das gedacht. Versteh mich nicht falsch. Bruder, ich bin nicht Fame-geil, glaub mir. Ich brauche diese ganze Sache nicht. Nein, ich komme nur so mit euch ein bisschen aus Spaß. Ich habe auch deine Story gesehen, du bist ein guter Mensch, Walla. Bleib so, wie du bist. Komm hier weiter, inshallah. Ich trainiere immer mit Kugeln. Was hast du gemacht, Barello? Nix, was hast du gemacht, Abi? Nix, ich bin jetzt beim Training.
Oh, was Kannst läuft du bei dir, bitte für mich Woche? Barello ein bisschen trainieren, dass Ja, wollen wir morgen oder heute? Dann lass lieber morgen, ja, oder? Augenblick. Gut. Das kommt ja nicht, ne? Nein, wenn er eh nicht so bereit ist, dann lass egal, lieber morgen, ja? Oder? Du musst, du musst ein bisschen Männlichkeit Barello beibringen, Walla. Der wird niemals ein Mann sein. Ja, ich bin laut, aber du bist nicht auf laut. Mashallah, du musst halt noch am Trainieren, Stabil. Walla, Stabil. Oder ich musste trainieren gehen, ja? Walla, mach. Weil ich hab's nicht geschafft. Alles mal zusammen, Leute, jeder eine Rose. 700 Leute. Jeder, der Rose schickt, plus ist weg. Ibo, sag du auch das Gleiche. Wieso lügst du wieder, Barello? Mach ruhig, küsst deinen Hals, Talk, danke. Ja, man, lass es. Isa, kannst du rausgehen? Ja. Wir hören uns. Nein, ich will. Ich hab keine Lust darauf, ich werde nur gehatet hier bei mir gerade, nur. Ja, weil du um uns Scheiße labert, Wallah. Leute, guck mal, ich bin euch ehrlich, die hat mir nur kurz alles Gute gesagt, Leute, und fertig. Wallah, ich war nicht mit der, ich war auch, keine Ahnung, was er labert. Der Typ labert Scheiße, Alter. Er versucht Menschen zu erniedrigen und so, damit du Hate bekommst und so, Wallah. Auch dieser andere, dieser Kurt. Dieser Ibo, dieser Maniac. Junge. Er ist auch so, was machst du da? Ey, war es nicht am Wochenende? Okay, dann frag ihn, warum er auf Flasche saß. Frag ihn mal. Nein, ich will nicht. Ich will mit ihm gar nicht reden. Junge, das ist der größte Maskerer, was auf TikTok rumläuft, Alter. Wallah, warum nimmst du sowas ernst? Leute, weil ich ihn nicht kenne. Ich guck mir eure Streams nicht an. Ja, okay, kann ich dich verstehen. Diese schaut meine Streams nicht an, Leute. Wallah. Jana ist wirklich eine korrekte Frau. Und ich habe Jana kennengelernt als beste Freundin, ne? War sehr, sehr gute Freundin von mir, aber mittlerweile unsere Freundschaft ist auch nicht, wie es mal war. Aber trotzdem bleiben wir gute Freunde, oder nicht, Jana? Ja, weil bei mir viel los war, deswegen hatten wir keinen Kontakt in letzter Zeit. Ja. Hey Leute, bitte, ich werde jeden stumm schalten von euch. Jeden, alle. Reicht was langsam. Was schreiben die denn? Kachi, 3 Uhr morgens Hotel. Ey, übertreib mal nicht, Leute, ja, Wallah. Rückbank. Walla, Eib, Leute, ja, Walla, die ist eine korrekte Frau. Walla, Leute, sehr korrekte Frau. Hat mir sogar alles Gute gesagt. Keine Frau hat sich um mich gekümmert. Also ist die einzige Frau, die mich gefragt hat, willst du was essen? Alles Gute zum Geburtstag. Ist sehr gute Freundin von mir, Leute. Ich weiß nicht, ich glaube sogar, die ist vergeben. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich, wir hatten noch nie Interesse zueinander oder so. Wir waren immer sehr gute Freunde. Bist du nicht? Ach so, okay, dann ist sie nicht. Kann man sich nicht erkennen? Schlecht. Junge, was für eine gute Freunde, ich will dich nicht erkennen, Alter. Ich schwöre, ich feier dich. Ich feier dich auch, Barallo, aber das diese ganzen TikTok, ich glaube, das ist, also die, eure Filme sind nichts, ist nichts für mich. Ja, Umut, Junge, Umut lebt in diese Filme. Ich verstehe auch nicht, warum Umut so lügen muss. Warum muss er jetzt, ich verstehe es nicht. Ihr seid doch einfach ehrliche Menschen, Mann. Um ein bisschen Zuschauer zu kriegen, er übertreibt seine Lage, Wallah. Ja, TikTok ist so eine Sache, aber ihr müsst auch ein bisschen so realistisch bleiben und echt sein, so. Ja, da hast du recht, da gebe ich dir 100% recht. Tunesia, danke, besser, danke. Mauri, danke. Mauri. Omo denkt sich so, ah, egal, soll sie gehatet werden, soll sie machen, was sie will, Hauptsache mir geht's gut. Die denken nicht, die versetzt sich nicht in deiner Lage. Weil richtige Männer versetzen sich in der Lage von dieser anderen Person, wie er sich fühlt und so. Ich versetze mich gerade in deiner Lage und so. Wie wär's, wenn ich so gehatet werde und so? Verstehst du, was ich meine? Weil was hast du mit mir zu tun? Was hast du mit Umu zu tun? Was hast du mit Nebel zu tun? Ja. Du bist gute Freundin von mir. Wir kannten uns. Ich habe dich eingeladen zum Geburtstag. Du hast nicht geschafft, weil du am Arbeiten warst. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, einmal das und du meinst, da sind eh zu viele Männer, dass ich mich unwohl fühlen werde da. Genau. Genau, so mäßig, ja genau. Ich habe gesagt, es sind viele Männer, komm nicht hin, weil ich mache mir Sorgen um sie.
komm nicht hin. Die hat gesagt, ja, okay, ich komme nicht hin, da komme ich später alleine zu dir. Also alles Gute sagen, hat sie mir alles Gute gesagt, eine Umarmung, freundschaftlich. Warum? Danke dir, inshallah wissen. Ha? War doch mit meiner Freundin da. Mit einer Freundin, oder? Eine Freundin. Zwei. Eine Freundin. Mit einer Freundin war sie. Eine Freundin war sie. Da hat mir alles Gute gesagt. Eine Umarmung. Dann diese andere habe ich nur Hand gegeben, ne? Weil ich habe mich geschämt. Ich war sogar das schüchtern. Was du meintest, war, das Einzige, was du meintest, war, ich muss jetzt wieder hoch, weil ich muss jetzt wieder live. Und dann bist du wieder ins Hotel gegangen. Das war das Einzige, was wir da gemacht haben. Genau. Ich musste live direkt, Leute. Wallah. Du bist direkt wieder live gegangen. Wallah. Und du warst so korrekt, ja. So korrekt. Soll ich ehrlich sein? Hey, wir haben dir sogar, war das nicht das, wo wir dir sogar Meckes gebracht haben? War das nicht Meckes? Du hast sogar noch, wir haben dir Essen gebracht. Und dann hast genau. du im Live. Hab ich doch gesagt, wir haben mir Essen gebracht. Ach Leute, danke schön fürs Handherz. Morgen, mir ist eigentlich relativ egal. Ich weiß ja, das sind die meisten Leute, die hier reinschreiben, sind alles Fake-Profile, irgendwelche kleinen Kinder, die so gerade Spaß haben daran. Aber ich bin dir ehrlich, in echt siehst du viel schöner aus als hier. Danke, Barello. Und du bist so clean, ja? So gepflegt und so, wallah. Und du riechst auch gut. Bei dieser Umarmung habe ich deine Haare gerochen. Barello, hör auf mit sowas jetzt, bitte. Die Lara, danke. Danke, Dilara, danke. Danke, Mauri. Sure. Ey, das ist, man kann mit niemandem mehr irgendwie privat sein, gut sein, der vielleicht auf TikTok ein bisschen größer ist, weil direkt wird alles Fame. Würde es mir nur um Fame geben, dann hätte ich mit Barello ein Foto gemacht, hätte es gepostet oder sonst was. Wir haben nicht mal ein Bild. Video gemacht mit Markierung. Mama, die hat mir nur Essen gebracht. Ich hatte Hunger, die hat mir Essen gebracht, hat alles Gute gesagt. Mir Umarmung gegeben. Was hat das? Ich habe mich selber sogar gefreut. Weil im Endeffekt ist eine gute Freundin von mir, Leute. Ich habe mich gefreut, dass sie so ist. Und dann, okay, ihre Haare beim Umarmung. Habe ich ihre Haare gerochen. Wirklich, riechen wirklich gut. Welche Shampoo benutzt du eigentlich? Weiß ich gerade nicht. Spülung auch, diese? Spülung? Ja, Conditioner. Okay, sehr gut. 3-in-1 oder diese, welche Marke? Da habe ich hier so einen aus Italien, den nehme ich immer. Der sieht so aus. Ah, okay. Dankeschön für die Rose. Respekt. Ja. Ist gar nicht mein Film. Ich will auch gar nicht mehr mit Umut und so rein. Ich werde ihm auch gleich schreiben, dass ich das richtig eklig fand, was er gemacht hat. Und ich finde wirklich eklig von ihm auch, was er gerade gesagt hat und erwähnt hat. Sachen, die gar nicht stimmen. Verleugnungen. Das Ding ist, ihr könnt machen, ich finde euch ja lustig. Macht eure Sachen. Macht diese ganzen Fitner-Sachen und so. Macht das. Aber bitte, holt mich nicht rein und zieht mich da rein. Niemand. Ich hab dich ganz normal eingeladen, er macht diese Filme, dann fängt diese andere Ibo. Tut mir leid, aber was arbeitest du? So einer auf Erfahrung. Allah, wie der mich aufgeregt hat in diesem Moment, ja. Wäre neben mir. War das am Wochenende oder war das in der Woche? Ich weiß nicht. Danke. Wann hattest du deinen Geburtstag? Ich glaube, das war einem Samstag oder einem Mittwoch. Lass mich nicht lügen. 14.06. Entweder. Freitag. Was war? Es war ein Freitag. Ein Freitag, ah ja. Okay, und jetzt kann man an einem Freitag nicht lange wach sein, wenn man arbeitet, Leute. Mann, ist mir doch egal, soll doch Internet nie vergessen. Ich habe doch nichts Falsches getan. Kann man mit mir nicht nochmal befreundet sein oder was? Oder ich bin korrekt. Könnt ihr Jana fragen? Jana, bin ich nicht korrekt? Sag immer, dass ich dich mag und dass du dein, du machst, du bist der einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Auch wenn das die Leute hier vielleicht nicht denken oder so, wirklich, du bist so schlau. Ja, ich habe auch studiert. Du hast sehr viel erreicht hier mit TikTok und die ganzen Leute sind neidisch und du bist privat auch. Du kannst ganz, du redest, du bist ein richtig netter Mensch und bist sehr, sehr herzoffen. Und deswegen juckt mich das null, was ihr alle sagt, weil ich kenne ihn. Und wenn er privat gut zu mir ist, dann ist er gut zu mir.
und dann mag ich ihn auch. Aber dann so ein Umut, der privat gut zu mir ist, aber im Internet nicht, dann braucht ich sowas. Nee, guck mal, da sind Typen privat versuchen dir so dies und das und dann im Internet dich auseinanderzunehmen. So einer auf, guck mal, ich habe sie dies, ich habe sie das, mit Verleugnungen, nicht mal mit Ehrlichkeit. Er wusste nicht, was er lügen soll. Einmal war er da, einmal war er da, einmal drei Frauen, einmal zwei Frauen, einmal war er Tankstelle, einmal war er woanders mit Nebel. Er hat gelogen, er wusste nicht mal, wohin dann. Aber sie und ich, Leute, sind wirklich, wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und Respekt an dieser Stelle, wie nett sie zu mir ist, wie korrekt sie zu mir ist und wie gepflegt sie ist, Leute. Und wie ihre Haare richten. Schau mal. Vor allem diese Bräune, ne? Gehst du Solarium? Nee, ich war es letztes Mal vor 2 Monaten. Ah, okay, Mauri, danke. Mann, ich weiß, was sein Content ist. Oh, sind hier Moderatoren? Musa. Endlich sind hier Moderatoren drin. Bitte stumm und blockier alle, die frech sind. Und ich habe sie sogar eingeladen. Nach Hannover habe ich dich eingeladen. Aber du bist noch nicht gekommen, so freundschaftlich, immer noch. Ja. Und diese Einladung steht noch, ne? Danke. Hallo. Du bist auch immer herzlich eingeladen hier. Ehrlich jetzt? Ich komme in einen Freitag wieder, so mäßig. Ich komme in einen Freitag. Weil ich wollte mich auch mit Jasse kurz treffen. Ja? Wem? Ich wollte mich auch mit Jasse treffen. Soll ich nächsten Freitag kommen? Ist für dich okay? Ja, komm. Voila. Ist wirklich Respekt an der Stelle, wie korrekt sie ist. Wirklich, wirklich Respekt, ja. Sind das Extensions? Ja, Barello ist groß. Dachte ich auch nicht, aber er ist groß. Feierst du Größe von mir so? Wie groß? Ja, du hast eine Größe. Danke. Aber, wie groß bist du? 1,74. 1? 74. 74, Respekt, ja. Leute, die ist wirklich wie ein Model, ja. Wirklich wie ein Model. Danke, Musa, fürs Blocken. Almir, danke. Ach, Barello, Mann, wie hältst du das aus, ja? Was? Hast du nicht auch jeden Tag so richtig viel Hate von Leuten? Ja, doch, aber du musst Hate abschalten, nur positive lesen. Gibt's nichts Positives gerade, Mann. Ihr habt mich auseinandergenommen heute. Wirklich. Ey, wie ich dich feier, ne? Wie ich dich wirklich feier, ja. Würdet ihr sie privat kennen, Leute? Almir, Mauri, Rabas, danke. Ja, würdet sie feiern. Ich schwöre, ihr würdet gar keine Hate-Kommentare mehr schreiben. Wisst ihr, wie korrekt sie ist? Wie nett sie ist? Hallo, machst du gerade Spaß? Und wenn du gleich rausgehst, sagst du so, ja, war alles gelogen. Wallah, ich meine es ernst. Junge, wie sauber du bist. Was eine schöne Haut du hast. Wallah. Ja, okay, aber es geht ja gerade nicht um die Haut. Es geht gerade einfach alleine um Charakter. Ja, Charakter ist auch schön, natürlich. Wie die Haut, so der Charakter, sagt man in Albanien. Nein, es gibt auch Menschen, die haben keine schöne Haut, aber einen wundervollen Charakter. Hast du auch recht, ja. Da sah ich dich auch. Wenigstens mal ein schöner Kommentar von den ganzen respektlosen Menschen hier drin. Aber ey, kennst du einen Luxury? Nein, aus Schweiz? Kennst du nicht? Wegen Autos, Vermietungen und so? Ach, vielleicht Luxury auf Cars, natürlich. Kennst du? Ja. Ist korrekt? Luxury Cars sind die besten. Er hat bei mir heute auseinandergenommen mit Spenden. Er ist super. Ach so, ja, der hilft mir auch. Sonntag wird er mir sogar wiederhelfen, hat er mir gesagt. Luxury Cars, ich war doch in der Schweiz und ich habe bei ihm ja auch ein Auto gemietet. Ehrlich jetzt? Ja, ich bin bei ihm schon ein Auto gefahren. Ein M4 Cabrio. Wow. Die haben mir das auch angeboten. Autos. Ja, der hat coole Autos. Also falls du wirklich in der Schweiz bist, musst du bei ihm einholen. Der hat wirklich coole Autos. Ich weiß nicht. Danke. Jana? Ja. Ist deine Freundin vergeben? Welche? Mit der du an dem Tag mir alles Gute gesagt hast. Nein. Nein? Nein. Barello. Selber. Ich schicke dir ihren Namen und frag ihn selber. Ich schreib dir jetzt ihren Namen. Ich schicke dir jetzt ihr Instagram. Hey, ich brauche kein Instagram, aber wenn ich nächste Woche komme, sag mir wieder alles Gute. Wünsch mir wieder alles Gute, wenn ich nächsten Freitag komme, ja? An dem Tag haben wir uns ganz kurz gesehen.
Hörst du mich? Hallo, ja. Allerbeste Frau, ja. Allerbeste Frau, ich feiere dich. Ich hoffe wirklich, weißt du, was ich mir für dich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr hoffe, dass du eine Frau findest, die du so richtig auf Ernst hast, die dich wirklich so liebt, wie du bist und nicht wegen deinem Fame oder wegen irgendwas, sondern die dich wirklich mal kennenlernt und deinen Charakter sich mal richtig anguckt. Weil ja, bei dir, Arthur, danke schön. Weil bei dir ist es nämlich das Ding, dich kennen zu viele Leute, Barello. Es ist sehr schwer. Dich kennen zu viele Leute. Ich konnte dich zum Beispiel nicht kennenlernen, weil ich kenne dich schon von TikTok. Ich kann nicht mehr. Es ist schon so gebremst. Du musst jemanden finden, der dich nicht kennt von TikTok, der dich überhaupt nicht kennt. Ich hoffe alles. Ich hatte viele Ex-Freundinnen und so, aber bis jetzt Respekt an der Stelle, was eine gute Frau du bist. Ja, ich wünschte, du wärst meine Ex-Freundin. Ja? Ich wünschte, so eine Ex-Freundin hätte ich. Wirklich, wirklich, wirklich eine Frau, Leute, eine Frau, die weiß schon, was sie sagt. Die weiß schon, was sie macht. Das Ding ist, ich schäme mich auch nicht. Also warum sollte ich jetzt irgendwie lügen für Sachen, die ich gemacht habe? Aber ich hatte nichts mit Barello, ich hatte nichts mit Umut und ich hatte auch nichts mit Nabil. Ich kenne die, man hat sie gesehen. Und warum soll ich lügen? Warum soll ich im Internet lügen? Warum? Wenn ihr sie schon anspricht. Ich hätte es jetzt nicht angesprochen. Jeder, der uns geschickt hat, ist weg. Leute, wallah, billah, wir hatten nichts. Ich verstehe auch nicht, warum ihr das gerade angesprochen habt, weil dieses ganze Thema wäre gar nicht hochgekommen, hätten wir einfach, wenn wir einfach so leise, was juckt das ja, denn? Ja, wallah, ich verstehe nicht, warum Umut sowas, wallah, der Umut ist krank, ich schwöre. Soll ich den anrufen und sagen, er soll kommen und sich entschuldigen? Ach, die Rosenfunde. Ja, warte, ich mache. Lügen. Er wird doch wieder lügen, ich hab doch... Nein, wallah, er muss das gerade biegen, wallah. Leute, alles mal drei. Jetzt alles mal drei Leute. Ey, Umut, komm bitte zu mir und Jana, du musst deine Sache gerade biegen, okay? Arthur, kommst du? Dein Herz, Arthur, danke schön. Komm. Musa, ich küsse dich, danke. Dankeschön, Harry, danke. Jetzt! Bitte, danke an ihn. Weiter, alles mal drei. Hast du geschafft? Nein. Eine danke. Okay, Leute, alles mal drei, gib Gas. Dankeschön, Arthur. Nee, ich kenne seinen Hund noch nicht. Kennst du nicht? Nee. Okay. Wer ist denn dein Hund? Warte, das abbrechen. Soll ich reinholen? Also soll ich holen? Ja. Warte. Lad Umut ein. Holst du ihn jetzt oder nicht? Ja, ich schulde. Umut kommt jetzt. Warte. Mann, er weiß immer meinen Namen, er sagt es immer so. Mia. Komm, lad ein. Lad mich ein. Schnell, Leute. Danke. So oder so, ne? Ein Gast. Gastronomie, sorry.